Hallo und herzlich willkommen! In diesem animierten Comic zeigen wir euch, wie wir im User Experience Team bei Otto die Entwicklung der digitalen Produktfamilie unterstützen und dabei stets den Nutzer im Auge behalten. Der Produktmanager, der UX-Manager und der Web-Analyst machen sich in Zusammenarbeit daran, Hypothesen für das Themenfeld zu entwickeln. Dabei werden Szenarien aus vorliegenden Erkenntnissen erarbeitet oder neue Grundlagenuntersuchungen angestoßen. Die Erkenntnisse werden gesammelt und fließen zusammen mit den Business-Anforderungen in die User Experience Map ein. Im Anschluss werden diese mit den Stakeholdern abgestimmt und gemeinsam verabschiedet. Nachdem alle Untersuchungen beendet wurden, kann das Projekt auf die Straße gebracht werden. Das Themenfeld ist nun Discovery Ready und die beteiligten Teams starten in die Discovery. Hier definiert das Discovery Team die Rahmenbedingungen und Ziele, die bei der Erarbeitung der Lösungsideen berücksichtigt werden sollen. Anschließend trägt der UX-Manager die Erkenntnisse zusammen und legt die Hauptnutzungsszenarien fest. In einem Scribble-Workshop entwickeln die Discovery-Teilnehmer verschiedene Ideen für den Lösungsraum, die sie dann gemeinsam bewerten und ausbauen. Zum Schluss entscheiden sie sich für die Konzepte, die das Nutzungsszenario am besten widerspiegeln und am vielversprechendsten sind. Ausgehend von diesen Konzepten baut der UX-Designer anschließend einen Prototyp, der dann mit Hilfe von Testpersonen im UX-Lab getestet wird. Die eingeladene Testperson wird vom UX-Manager dabei interviewt, um herauszufinden, wie die Testperson mit dem Interaktionskonzept zurechtkommt. Währenddessen wird die Nutzung in einem Nachbarraum am Bildschirm beobachtet. So bleibt kein Problem und keine Unsicherheit unentdeckt. Nach den Tests wertet der UX-Manager alle Erkenntnisse aus und fasst die Ergebnisse dabei zu einem Erkenntnisbericht zusammen. In einem anschließenden Termin besprechen UX-Designer, UX-Manager, Produktmanager, Entwickler und Stakeholder die Erkenntnisse des Tests. Wenn alle zufrieden sind, wird die finale Lösungsidee abgesegnet. Sollten aber noch weitere Erkenntnisse benötigt werden, wird erneut gescovert. Danach schreibt der Produktmanager die User Stories für den Sprint. Dort fasst er die Anforderungen für die an der Umsetzung beteiligten Rollen zusammen. Im Design Review stellt der UX-Designer den anderen Designern das Konzept vor. Hier gilt es festzustellen, ob die enthaltenen Elemente auch an anderen Stellen verwendet werden können. Wenn dem so ist, werden sie in die Pattern Library aufgenommen. Danach finalisiert der UX-Designer das Konzept für die User Story. Im Estimation mit den Entwicklern stellt der Produktmanager ihnen nun die User Story vor. Und der UX-Designer präsentiert den Entwicklern das Konzept. Danach schätzen die Entwickler mit Storypoints, wie aufwendig die technische Umsetzung wohl sein wird. Im Planning stellt der Produktmanager die Stories für den Sprint vor. Anschließend wird die technische Umsetzung des Features von den Entwicklern ausgearbeitet. Dabei unterstützt der UX-Designer den Entwickler bei der Umsetzung. Durch einen regelmäßigen Austausch miteinander sind Anpassungen bei der Umsetzung schnell und unkompliziert. Anschließend nehmen der Testmanager, der Produktmanager und der UX-Designer die Umsetzung ab. Gibt es keine Einwände, ist die Story erfolgreich abgeschlossen. Endlich live! Nun steht das neue Feature allen Otto-Kunden zur Verfügung. Nach einiger Zeit starten der Web-Analyst, Produktmanager und der UX-Manager mit der Nachbetrachtung. Dabei wird das Nutzungsverhalten über Monitoring und Analytics untersucht. Mögliche Optimierungen und Erweiterungen werden an der erneuten Discovery analysiert oder werden direkt in die Umsetzung eingeplant. Doch die Weiterentwicklung der digitalen Otto-Produktfamilie ist hier lange noch nicht zu Ende. Wir arbeiten weiter unermüdlich daran, dem Nutzer ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten.